Hallo ihr Lieben, willkommen bei Harveys neuen Augen. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich werde es auch hier, ich weiß jetzt nicht, ob es die letzte, vorletzte Folge ist, das müssen wir dann mal schauen, wie lange die Aufnahme dauert. Aber wir nähern uns dem Ende und ich werde es auch hier wieder so machen, wie bei Edna bricht aus, sprich, ich werde das Ende, das, hier gibt es auch wieder zwei, werde ich mal zwei Aufnahmen machen, die ihr dann entsprechend am selben Tag wie die letzte Folge um 18 Uhr veröffentlichen werde. So, schauen wir erstmal um, ob wir in Eddas Zelle reinkommen. Oder? Ne, wir gucken uns erstmal die Zelle an. Lilly war sich ganz sicher, das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Die Tür war fest verschlossen. Schade, diesmal können wir uns nicht Stuhlfried machen. Aber schauen wir uns mal das Porträt an. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing? War Lilly eine Rätsel. Können wir es nehmen? Oh, wie praktisch. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Wieso habe ich das Gefühl, dass dieser... Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Die Tür war fest verschlossen. Gut, dann haben wir noch den Abstellraum über. Das Phantom. Was können wir uns denn erstmal anschauen? Oh, Bowlingkugel. Nehmen wir uns. Spiegel. Nehmen wir uns. Termitenfarm. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Ups. Da ist ein Haken. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Oh, Honigfang. Ah. Das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Versuchen wir doch mal mit dem Phantom zu reden. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Vater? Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben. Dr. Marcells geheimgehaltener zweiter Sohn. Mein Gott! Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Oh, oh. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Das kriegen wir doch hin. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Wir haben ja noch unser schönes Geisterkostüm. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können.
Dann tut mir echt leid, also... Das gefällt doch bestimmt den Termiten, oder? Mit Termiten? Bemerkenswert, die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Wie praktisch. Aha. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Was? Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Okay. Aber er hat den Schlüsselbund fallen lassen. Den schnappen wir uns. Dann wirk mal dein Alfred weiter. Kommen wir jetzt bestimmt ins Büro. Lilly wollte ganz vorsichtig sein. Verdammt! Scheinbar steckte ein Schlüssel von der anderen Seite. Aber wir haben ja noch eine Tür, die verschlossen war. Es geht ja uns auch nicht um Marcel, sondern wir wollen ja Edna befreien. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Okay. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh oh. Oh oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Wie fies. So, und auch wenn ihr es nicht mitkriegt, ich muss hier eine kleine Pause machen, weil jemand aufgewacht ist. So. So viel dazu. Ja, genau. Zelle. Wir kennen diese Zelle, auch wenn sie letztes Mal etwas anders aussah. Schön, hier ist eine Naht. Die kennen wir schon. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Oh, wir können hier einiges anschauen. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Gott, das ist ja gruselig. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcels Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Na, reden wir erstmal mit denen. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies.
Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Komm, Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Aha. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Das heißt, Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Ah, tun und lassen, was man befiehlt uns noch. Also, wir versuchen mal, die Oberin zu hypnotisieren. Klappt. Wogi. Wogi. Oh. Eindringlingsalarm. Fremdkörper gesichtet. Lilly? Was tust du hier? Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet. Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lilly da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie alle ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Na, mal gucken. Ah ja. Okay. Schauen wir uns mal das Tutorial an. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Okay, fangen wir mal an mit dem Orte Harvey. Ah, Grenzposten-Kombo. Dann machen wir den nochmal mit dem wütenden Harvey. Und wir zählen mal auf den Drachen. Regelverstoß. Du Was? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Verdammt. Das war unfair. Lilly hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Oh, Augen! Harveys alte Augen! Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Das können wir ändern. Wo waren die spitzen Gegenstände? Da. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Ah, natürlich. Wir brauchen eine Nadel. Oh, da ist eine. Lilly kam eine Idee. Ja, ja. Sie wusste, aber vielleicht... Allerdings fehlt... Okay, Nadel. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Komm, aber Lilly. Was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das!
Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Juhu! Ich bin wieder da! Juhu! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Lilly, worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! So. Jetzt. Auf in den Kampf. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Woogie. Hey, Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Also, auf geht es in den epischen Kampf. Die epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Verdammt. Wir konzentrieren uns erstmal nur auf einen. Mist, das war doch der Drache, den wir wollten. Verdammt. Ach, ich hab doch kein HW mehr. Ich kann niemanden mehr. Hallo? Jetzt seid ihr am Zug. Aber Lilly, du gibst auf? Wie erwartet. Müssen es gleich nochmal probieren. Irgendwie. Ich glaube, wir lassen es erstmal mit den Kombos und konzentrieren uns erstmal immer nur auf einen. So, wir fangen jetzt einfach mal ganz klassisch an. Und wir fangen einfach mal mit dem Drachen an. So. So, gegen was schützt sie? Vor Schussattacken. Was? Hat jemand geheilt? Wir müssen den Ort der HW. Was kann der? Ah. Was hat der? Heilt einen HW. Den Ort der HW heilen. So, neue Runde, neues Glück. Was hat der für Magie? Ah, okay. Was hat der?
Schussattacke mit doppeltem Schaden. Probieren wir es mal. Ah. Wurde von der Spinne abgewehrt. Also, schießen erstmal nicht. Und Feuer haben wir jetzt auch. Erstmal den Drachen wegmachen. Als nächstes ist die scheiß Spinne dran. So, den ersten haben wir schon mal besiegt. So, der Alkohol-HW heilt den Hören-HW. Lügen-HW, auf die Spinne! So. Du motivierst. Nee, wir haben Schüsse. Hier. Orte. Lügen. Scharf. So. Berserker. Nee, den nehmen wir nochmal zurück. So, jetzt können wir schießen. Schießen, schießen, schießen. Wir machen jetzt mal Mega-Dauerfeuer. Spinne. Dann den nehmen wir noch. So. Juhu! Alkohol HW. Du heilst den Feuer HW. Falls halt den Feuer HW. So. Okay, der nächste, den wir attackieren wollen, ist der Schneemann. Propaganda. Scharf HW macht nur Magie. Ja, der ist auch nervig. Ach, wir haben ja nur noch 5 Gegner. Ah. So. Orte habe ich. So, den haben wir auch gleich weg. So, jetzt haben wir den Schneemann auch weg. Sehr gut. Jetzt können wir Feuer nehmen. Megabrand. Der nächste HW, den wir wegmachen, ist dieser scheiß Djinn. Ich hätte mal gucken sollen, was der als Magie hat. Ja. Doppelte Schussattacke. Oh nein, Alkohol HW. So, Djinn ist weg. Sind nur noch 3 da. Und ich sehe, mein Berserker ist tot. So, du heilst dich jetzt erstmal. So.
Da der Wendigo schon so kaputt ist. Ah ne, wir nehmen den mal. So. Oh oh. Oh nein! Was ist das jetzt? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das hätte sich aufgehängt, das Spiel. Ja, der Wendigo, der ist schon fast im Arsch. Ey, Justitia kann das auch? Bäh. Nee, nehmen wir erstmal den Brandhari. Oder warte. Laserschwert. Machen wir das. Ja, yeah, jetzt sind es nur noch zwei. Hahaha. Ha, ha. Das schaffen wir. Ja, doppelter Schaden. Diesen doofen NPC. Nur noch Justitias über. Die schaffen wir auch noch. Dich machen wir fertig. Wir haben nur ein HW bis jetzt verloren. Wir sind gut. Wir sind gut. Yes! Juhu! Nein, das kann nicht sein. Doch. Du verfluchter Hase. Yeah. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Hab ich doch. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Doch. Klar, kann da. Aber wir brauchen Regeln. Sonst. Ja. Heul doch, heul doch. Oh, so süß, der Harvey da, der mit dir kuschelt. Oh. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lily einen Fehler gemacht? Das werden wir sehen. War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lily das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lily. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly, wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Dafür muss ich wahrscheinlich mit dir reden, ne? Was habe ich nur getan? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lily ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Wir haben ja nicht viel, deswegen gehen wir immer Harvey mit den alten Augen. Der ist aber süß. Ja. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lily, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ja, sie braucht dich. Außerdem kommen wir sonst nicht weiter. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Oh, Lily. Wie soll ich das je wieder gut machen?
Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Oh ja. Richtig. Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Absolut. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im 0, irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly, hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly, schneid uns endlich los. Lilly? Oh, oh. Was soll das? Was? Du wirst doch keine Dummheiten machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Ja. An diesem Punkt verabschiede ich mich erst einmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder Folgen, heute Abend 18 Uhr. Auch hier könnt ihr wieder entscheiden, welches Ende ihr denn eigentlich sehen wollt. Bis dahin. Liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.